RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Hey, da sind wir nun, Hollywood, die Stadt der Lichter und der Filmgrößen. Und wir hier, hey, das Geilste ist, wir sind nicht weit weg von Las Vegas. Ja, ist doch echt schick hier. Ich könnte glatt für immer hier bleiben. Ey, bild dir aber nicht ein, dass ich dich jeden Tag besuchen werde, ey. Ich meine, das kann man sich auf Dauer nicht leisten. Hast ja recht, ich würde Berlin ja eigentlich auch nicht verlassen. Aber hier wohnt die Stone und die Beckham. Aber ich hätte Durst jetzt. Nicht nur du hättest Durst, mein Messer. Nicht nur du. Ey, siehst du davon auch das nette Lokal? Lass uns da mal hindaddeln, sieht gut aus. Moin, Junkmeister. We like two beers, please. Ach du Scheiße, Werner, was machst du hier? Ich mein, bist du nicht in Guantanamo? Ach so, du bist Werners Onkel und nicht Werner. Naja, wäre auch komisch, aber wieso bist du denn hier gestrandet? Aha, bist also schon damals, kurz vorm Krieg hier, emigriert worden in Hollywood und hast dir hier eine Existenz aufgebaut. Mann, was ein Glückspilz. Dem Werner, sein Onkel, ist hier. Er lebt praktisch meinen Traum. Oh, Werner, dem geht's gut. Der wohnt momentan auf Guantanamo. Den haben sie eingebuchtet, weil Moat dachte, dass er ein Taliban ist. Ganz genau, wusste auch, dass selbst den Werner, sein Onkel, den Werner für einen Taliban gehalten hätte. Und das sogar nüchtern. Ja, naja, wir wollten nach Vegas so Karten spielen. Und mit dem Gewinn wollten wir Werner freikaufen. Klingt ja auch gut, der Plan. Aber wenn du noch einen hast, kannst du uns den gerne mitteilen. Das ist ja echt krass. Du willst dich also mit einer Guerilla-Miliz auf Kuba treffen. In Havanna. Krass, krass, krass. Und dann wollt ihr das Lager stürmen? Boah, Mensch, Onkel von Werner. Das ist aber echt heftig. Hey, da kannst du doch glatt gekillt werden. Oh Mann, mir wäre das persönlich ein bisschen zu heftig, wa? Ach, Moat, hast du noch nie was von Rambo gehört? Der Typ marschiert auch alleine durch den Regenwald und legt dabei eine halbe Armee um. Und der bekommt keinen Kratzer ab. Okay, zugegeben, das ist Hollywood-Kino. Aber warum soll das denn nicht auch funktionieren? Also ich wäre gern dabei. Na, der lebt doch nur, weil kein Arsch mit scharfer Munition rumknallt, ey. Sonst hätte er sich doch schon längst ins eigene Bein geschossen, der Rambo-Freak. Boah, siehst du, wir haben also noch 2 Tage Zeit, ey, während das Onkel loslegt. Boah, gut, dass das Ticket noch 5 Tage gültig ist. Also haben wir ja noch genug Zeit, um die Las Vegas Nummer durchzuziehen. Und wenn es alles schief geht und es nicht klappt, schließen wir uns einfach der Guerilla-Gruppe von Werners Onkel an. Okay, dann lass uns mal los zur Bushaltestelle. Ich glaube, der nächste Bus nach Vegas geht in 1 Stunde. Ja, auf dem Weg können wir ja noch Berliner Kindle trinken, mein Messer. Was? Du hast welche mitgenommen? Ich verlasse doch Berlin nie ohne ein Sixpack. Ich wollte es eigentlich schon im Flugzeug trinken. Ach so, na Lego, mein Bester. Aber da kam ja die Sache mit Werner dazwischen. Und du kamst nicht dazu, da was mit mir zu trinken. Ach, du bist echt voll dabei, Hammer. Echt der Hammer. Hammer hat ganz genau sowas. Also, lass mal los. Da bin ich dabei. Das finde ich gut.